It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I packed my bags and now I'm gone. Somewhere between the sun and the deep blue sea. Piece of cake. Auf so einem coolen Brett, ne? Da ja, geht das natürlich. Das würde ja meine Oma hinkriegen. Working on my fishing skills in a little boat that I rent. Ain't got nothing but time to kill. No vacation's been more heaven since. Somewhere between the sun and the deep blue sea. Ja, klar, dass das nicht ohne Waschtag ausgehen kann. Das Ärgerliche daran, ich hatte mir gerade die Haare gemacht. Wie das so ist im Leben. Hinfallen, Krone gerade richten und wieder aufstehen. Ja, aus der Reihe Langfahrtsegeln heißt das Boot an den schönsten Orten der Welt zu reparieren. Herzlich willkommen in meinem Leben. So, unser Problem, das ist der Lümmelbeschlag. Ja, der heißt wirklich so. Und der Bolzen, der da drin steckte, ist aufgrund der massiven Wellen und Schläge auf der Biscaya an einer Seite ausgebrochen. Das heißt, wir müssen den jetzt erneuern, den Lümmelbeschlag. Und wie sich herausgestellt hat, ist Peter, der alte Schlosser, gelernter Schlosser. Das heißt, der macht jetzt hier die Königslösung. Peter, erklär doch mal, was hast du da vor? Ja, wir nehmen jetzt einfach, da wir leider nur einen etwas überdimensionierten großen Bolzen haben, ja, und kein Gewindeschneider, müssen wir uns behelfen. Und wir nehmen jetzt einfach eine Edelstahlbuchse mit 12 mm außen und ja, 10 innen und schneiden die auf Länge, damit die genau ans Lümmellager passt, und verschrauben das Ganze dann mit einem reingesteckten 10er Bolzen, sodass das Ganze mit Schraube und Kontermutter das Lümmellager ordentlich festhält. Und dann noch, kommt noch ein bisschen Wollfett dran, damit es nicht kontrolliert. Komm, sag noch mal Lümmellager. Das Lümmellager. Ja, Segler, ja. Deutsch ist tolles Deutsch. Mein Lieblingssatz ist, es ist ganz wichtig, dass der Bullenstander nicht am Lümmelbeschlag Scham fielen kann. Ja. So, perfekte Besetzung. Ja, was soll ich sagen? Mein Gott, ich rede wieder ein Kram. Das ist ja quasi das perfekte Programm für einen Sonntagmittag, ne? Genau. Bei 40 Grad im Schatten. Wir haben ja schließlich ganz sonst nichts zu tun. Genau, das wird ja langweilig. Und irgendwas zwischen Schlafen und Bier trinken muss man ja auch machen, ne? Genau. Ah, Peter, der alte Fuchs, hat ja alles dabei. Er hat ja sogar ein Dings da. Wie heißt es noch? Schraubstock. Ein Schraubstock. Mensch, Thomas, immer der Wortfindungsstörung. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Schraubstock nicht grün ist, Peter, aber... Wieso? Das ist doch Seefahrer-Schraubstock. Was soll denn der grün sein? Der muss ja blau werden. Ja, grün ist die Hoffnung. Ach so. Leider ist die Hafenanlage völlig scheiße gebaut, weil es gibt keine vernünftige Aufnahme für den Schraubstock. Ich komm gleich. Aha. So, jetzt wird hier eine mobile Werkstatt im Hafen errichtet. Peter ist echt ein Fuchs, alter Schwede. Das sollte eine 10-Minuten-Reparatur werden, ne?
aber ich glaube, 10 Minuten ist meistens Push. Man muss schon mal das Fünffache rechnen. Das ist immer so. Und dann wird es auch was. Ja, wenn ich so überlege, ich glaube, es hat auch noch nie eine 10-Minuten-Reparatur auf einem Segelboot gegeben. Eigentlich ist alles, was man auf dem Segelboot macht, immer eine Baustelle. Ne? Natürlich unterstütze ich Peter im Rahmen meiner Möglichkeiten so gut wie ich kann. Selbstverständlich stehe ich ihm mit Rat und Tat zur Seite. Wie groß ist denn der Schraubstock? Vielleicht passt das ja genau. So denn, heute welche sind die Länge, die hintere und die vordere. Ich glaube, die Spanier reden schon wieder über uns. Die dummen Deutschen können nicht mal sonntags einen Tag Urlaub machen. So, das ist die Hülse, die kommt jetzt in den Lümmelbeschlag rein. Und da rein kommt der Bolzen und das wird mit Unterlegscheiben gesichert, weil das Problem war gewesen, dass der Baum scheren konnte. Also der hat sich so bewegt und dadurch wäre mir irgendwann die ganze Aufnahme abgebrochen. Und das will man ja auch nicht. Ne? So, jetzt wird es noch schön gefeilt. Und von innen wird das auch noch schön gemacht. Wahrscheinlich ist das jetzt das wertigste Bauteil an meinem Boot, oder? So, ja, das nennt sich der Lümmelbeschlag. Das ist die Aufnahme vom Großbaum. Hier muss halt ein Bolzen durch beide Teile durch, der den Baum fixiert. So, da ist der reingetrieben. Da ist der Bolzen und der muss jetzt auf der anderen Seite rauskommen. Und dann fest. Ne? So, was soll ich machen? Ich muss mal versuchen, ob ich es halten kann. Vielleicht kann ich. Ich kann aber auch halten oder machen, oder? So, der Bolzen ist drin. Jetzt kommt da eine Mutter drauf. Und dann wird das einfach reingeschraubt. Und dann schiebt der Bolzen sich rein. Ne, Peter, das ist der Plan. Wo ist der Plan? Soll ich dir was festhalten? Nö, du kriegst schon. Du musst ja die Kamera halten. Ja. Komm, ich nimm das hier. Er lässt mich nicht. Er ist jetzt wieder eigen. Genau. Gewaltig ist des Schlosses Kraft, wenn er ja mit Verlängerung schafft. Ich habe fast das Gefühl, ich habe den Gefallen mit meiner Baustelle getan. Du grinst so. Naja, das ist ein bequemer Job. Mein Job, der mir noch bevorsteht, der ist anders. Dann fasse ich das mal so zusammen. Du reparierst jetzt mein Schiff, damit du deins nicht anfassen musst, ja? So in etwa. Okay, das schneide ich raus. Das darf Sabine nie erfahren, ne? Das muss ich ja sowieso machen. Das hilft ja nichts. Was ist deine Baustelle? Ich muss die Wachskiste ausräumen. Wachskiste ausräumen? Ja, ja. Und vielleicht sogar noch auswischen? Nee. Da muss ich zur Welle runterkriechen und gucken, warum wir wellenschlagende Geräusche haben. Wir hatten schon mal ein Ausrichtungsproblem vom Motor und wenn es blöd läuft, muss ich den Motor ausrichten. Und das ist Frünnelsarbeit ohne Ende, weil das alles so eng ist da unten. Oh je, das wäre nichts für mich. Scheiß Job. Bin ja schon mit dem Bolzen überfordert. So, jetzt kommen da zwei drauf. Ach, sag mal, wollten wir da nicht Unterlegscheiben zwischentun? Scheit! Peter, wir hatten noch gesagt, da sollen Unterlegscheiben rein. Sag doch was, Mann! In dem Zusammenhang kann ich es gerne nochmal sagen, ich war gestern 4-mal beim Hafenmeister, um mein Scheißliegel zu bezahlen. Ich glaube, Segeln macht dumm, oder? Ja, auf jeden Fall. So, folgende Sachlage. Hier liegt ja die Offi am Steg in
Kirchhorn. So, Kirchhorn. Und neben der Offi liegt immer noch die Charlie. Peter versucht sowas ähnliches wie zu arbeiten. Eigentlich versucht er nur die Augen aufzuhalten, während er aufs Laptop guckt. So, neu dazugekommen ist die Pandora. Und die könnten einige von euch kennen, weil der Skipper ist ein ganz bekannter. Da ist der Olli. Der hat auch einen Videochannel, der heißt Plan B Hamburg. Ist richtig, ne? Das ist absolut richtig. Ja, und der ist gestern Nacht hier eingetrudelt und sich jetzt erstmal der Flottille angeschlossen, ne? Genau. Mal, sag doch mal Hallo zu die Leute. Hallo, Leute. Ja, und wir gehen jetzt los und töten ein paar Bier und werden uns Seemannsgarn erzählen. Chaka. Oh, los geht's gegen die Unterhopfung anarbeiten, ne? And to me that's all right. So, zwei durstige Segler gehen jetzt in die Kneipe. Eine Limo trinken. Genau, jetzt müssen wir Gas geben. Das war nicht ganz verdrossen. Genau, war doch Limo, oder? Was wollt ihr trinken? Ja, klar. Nee, die trinken ja hier in, mein Gott, ich habe heute echt Kichon, immer Cidre. Und ich glaube, das Einzige, worum es da geht, ist, den möglichst cool einzuschenken. Und das Ganze dann auch noch, wenn man schon zwei Flaschen Cidre Intus hat. Aber das werden wir jetzt auch trainieren. Wahrscheinlich wird die Hälfte auf dem Boden landen. Olli hatte irgendwie Probleme mit seinen Flipflops und es läuft gerade nicht so gut. Olli, zeig mal was. Die sind auch kaputt, aber ich glaube, du hast die auch. Du hast da auch Backbord und Steuerbord Flipflops vertauscht. Ja, ich muss immer wieder feststellen, also Olli kannst du für gut auch nicht mitnehmen. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Ich halte das alles für die Versicherung fest hier, ne? Gute Reise! Wir sehen uns vielleicht schon gleich, ne? Tschö! Ja, ich weiß nicht, was der Peter da macht. Fährt mir jetzt voll in die Karre rein, der Arsch, ey. Das hat er ja auch nie gemacht. Nee. So. Dann macht sich die Charlie vom Acker. Kann ich jetzt auch loslegen. Gut. Leb wohl. Ja. Berühmte letzte Worte. Wir sehen uns in Aviles. Und hoffentlich ohne Orcas. Ja. Leb wohl. Hast du dir so schön vorgestellt?
Du musst in die andere Richtung, ne? Was? Oh, tschüss, Gechon, war schön mit dir. Also die Ausfahrt ist jetzt nicht die allerschönste, also nicht so schön wie der Ort selber. Aber guckst du. So, da ist die Steuerbordtonne. Also zwischen der Tonne und den Steinen, die da aufgeschüttet wurden, müssen wir jetzt durch. Hinter der grünen Tonne, dem Feuerturm, wie auch immer, wird es sofort flach, also tief flach. Da vorne das Schiff, das man sieht, ist für Olli mit der Pandora. Und ganz vorne das Schiff, das ist die Charlie. Also Flotte beisammen, geht los. Da voraus ist dem Olli. Er hat das Großsegel gesetzt. Es ist eigentlich gar kein Wind. Also ich glaube, das wird nicht mal eine Stützsegelfunktion haben. Ich schicke mir das schlicht der Pau wieder hin und her und ich habe Krach und Erfahrung. Ich lasse es mal weg. Mal schauen, vielleicht kommt es genau was. So, und da hinten wandert die Ron 8 aus. Ja, war ja dann wesentlich länger als gedacht. Eigentlich wollte ich ja nur 2 Tage hier bleiben. Eigentlich nur eine Nacht, so Stop-Overhafen, aber es war schön. Gijon, danke. Maybe sometimes we see us again. Goodbye, my love. Goodbye. Wie ich einfach schon gesagt. It's tearing me apart. Ja, schön zu sehen, meine Lieblingskombination. Kein Wind, aber eine riesen Dünungswelle auf der Biscaya. Und dazu noch Tidenschwell. Geil. Kurz an der Kurzgrenze. Sonntag, irgendwann im August, irgendwas, 14., 15., was weiß ich. Das Bild wackelt, weil das Boot wackelt, weil das Wasser wackelt. Also es ist heute wieder nicht wenig Bewegung im Schiff, weil hier läuft eine Atlantikdünung rein, das ist echt mächtig. Und kein Wind, also Segel fällt mal wieder aus. Ich glaube auch, das mit dem Segel wird überbewertet. Ich glaube, ich verkaufe die Segel. Und machen wir stattdessen, da weiß ich nicht, vielleicht noch ein paar Solarpanels hin oder so. Ja, also, ich war viel länger in Gijon als geplant. Ich wollte ja nur so ein Stopover machen oder vielleicht 2 Tage, aber es war schön da. Ich brauchte aber eine Pause. Und jetzt geht's nach Aviles. Da habe ich mit dem Hafenmeister per E-Mail auch schon Kontakt gehabt. Ich kann da theoretisch den ganzen Monat für 350 Euro liegen. Also echt ein guter Kurs für Spanien und für was ich bis jetzt so bezahlt habe. Ich muss mal gucken. Also wegen der Orca-Problematik in Galicien stehen alle Ampeln auf Rot. Es gibt jeden Tag zig Angriffe auf Boote. Brauche ich das nicht. Also ich werde jetzt mal Pause vom Segeln machen und fliege dann nächste Woche irgendwann nach Hause und komme dann am 6. September wieder. Dann mal, wie es weitergeht, was die Ampeln sagen. Es gibt ja nichts, was mich hetzt. Es gibt auch kein finales Ziel, das ich unbedingt erreichen muss. Ich will einfach nur in einem Stück da ankommen, wo ich dann bin und überwintere. Und dann gerne auch noch eine Offi haben, die heil ist und die nicht die Orcas zerlegt haben. Also werde ich das mal ganz defensiv und entspannt angehen. Ihr werdet erfahren, wie es weitergeht dann im September. Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town.
alone. Let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence's so loud. I wish, oh, I wish. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that would make sense. I wish I would know what you're thinking about. I wish I could wipe my own memory out. Nach gut 5 Stunden geht es dann in den Rias von Aviles. Die Anfahrt nach Aviles ist sehr schön und der Ort sollte sich als Überraschung herausstellen. Warum? Das zeige ich euch nächste Woche. Don't you give me the look, take a bow, already know.